YouTuber mit einer traurigen Vergangenheit, darauf wollte ich noch mit euch reagieren. Es gibt wenige Leute, von denen man sagen kann, dass sie es von ganz unten bis ganz nach oben geschafft haben. Wir stellen euch heute allerdings einige YouTube-Stars vor, auf die genau das zutreffen würde. Sie erlebten schwere Schicksalsschläge, hatten Pech und mussten einiges durchmachen. No front an Wissenswert, aber ich finde die Reden immer extrem langsam. Das ist halt gut, wenn man sich das angucken will, aber wir machen es mal auf 1,25, ein bisschen schneller. Wir wollen in diesem Video nicht nur die traurigsten Ereignisse aus der Vergangenheit einiger YouTuber vorstellen, wir wollen euch vor allem zeigen, wie sie es geschafft haben, mit ihrem Schicksal umzugehen und dahin zu... Boah, Digga, ich hab mich gerade unnormal erschrocken, dass da ein Hund sitzt. Digga, seht ihr den? Seht ihr diesen Hund? Beginnen wir direkt mit Flying Uwe. Soll ich es langsamer machen wieder? Oder soll ich es so lassen? Plus in Chat, wenn es so bleiben soll, und Minus in Chat, wenn es langsamer soll. Minus, okay, alle schreiben Minus. Okay, chillt, ja, ich mach schon langsamer. Heutzutage ist der Fitness-YouTuber ein glücklicher Familienvater, beliebter Streamer und sogar erfolgreicher Unternehmer. Doch der Hamburger musste schon zu Beginn seines Lebens vieles durchmachen. Bereits im Kleinkindalter fand Uwe seinen Vater reaktionslos im Wohnzimmer liegen. Nee. Digga, das sind so Sachen, die weiß ich gar nicht über solche Leute. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich halt erstens natürlich klar diese YouTuber nicht verfolge, aber auf der anderen Seite, das sind halt auch nicht YouTuber, die das dann in einem Lied verarbeiten, so wie Katja, und dann weiß es plötzlich jeder so mit den Brüdern von Katja. So bei mir, ganz viele private Sachen wisst ihr ja beispielsweise auch nicht, wo ich noch nie drüber geredet habe, ganz krasse Sachen so, aber ich will das einfach lieber für mich behalten irgendwie so. Weiß ich nicht, soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte gerade wieder rülpsen, aber ich kann nicht rülpsen. Was kannst du eigentlich? Er war in der Nacht zuvor gestorben. Und zwar an einer Rauschmittelüberdosis. In den Jahren danach musste Uwe mit ansehen, wie seine Mutter ebenfalls in eine Abhängigkeit verfiel und sein eigener Stiefvater als Dealer aktiv wurde. Seine Kunden kamen auch zu Uwe nach Hause und bestimmte Bereiche der Wohnung wurden daraufhin für ihn zur Tabuzone. Heutzutage sagt der 32-Jährige, dass damals fast eine Art Rauschgift-Imperium entstand und man über seine Kindheit nicht nur lange YouTube-Videos, sondern eine ganze Krimiserie drehen könnte. Das Außergewöhnliche ist, dass selbst wenn Flying Uwe über so ernste Themen wie seine schwierige Kindheit spricht, er dabei immer lächelt und einen positiven Eindruck macht. Wie er selbst sagt, ist bei ihm die Fröhlichkeit einfach immer da. Er kann mit Negativität und schlecht gelaunten Personen nichts anfangen. Durch seine positive Lebenseinstellung bewahrte er sich auch schon früh eine Offenheit gegenüber neuen Ding. Als er sich zum Beispiel alte Videos von seinem Vater ansah, in denen er Kampfsport betrieb, fing Uwe selber bereits mit 14 Jahren an, regelmäßig zu trainieren. Später gewann er... Digga, guck mal, wie viele Pokale, Alter. Digga, ich habe nicht einen einzigen Pokal. Ich wollte mir aber demnächst mal vielleicht einen kaufen auf irgendeiner Website und einfach irgendeine Scheiße draufschreiben, von wegen Surfweltmeister 2004 oder so. Da war ich 8 Jahre alt, da wird man, glaube ich, nicht Surfweltmeister, aber es wäre richtig witzig. So ein richtig riesiger Pokal hier, so wie fändet ihr es da? Surfweltmeister. Und kam durch den Sport auch dazu, einen eigenen YouTube-Kanal zu starten. Heutzutage hat er Millionen von Zuschauern, ist professioneller MMA-Kämpfer und besitzt mehrere erfolgreiche Unternehmen. Was ihn zu einem guten Beispiel dafür macht, dass eine positive Einstellung selbst eine schlimme Vergangenheit zu einer glücklichen Gegenwart wandeln kann. Machen wir weiter mit Barry Hammerschmidt. Den meisten auch besser. Ah, ich dachte gerade ein amerikanischer oder so und da hätte ich wieder nicht mitreden können. Aber er hat doch, oh, wie heißt nochmal sein YouTube-Kanal? Bodyformus, oder? Bekannt als Bodyformus. Ja. Auf seinem YouTube-Kanal lädt der 30-jährige Berliner schon seit einigen Jahren regelmäßig kurze Comedy-Videos hoch. Vor allem seine Prototyp-Formate erzielen dabei immer wieder viele hunderttausende Aufrufe. Nicht nur als YouTuber hat Bodyformus Erfolg, auch auf der Bühne konnte Barry schon als Comedian ganze Hallen begeistern. Sieht so ein bisschen aus wie Alberto damals von früher. Auch so mal mit Beatbox, Cap nach hinten und so. Das stimmt. Doch auch wenn es momentan sehr gut für ihn läuft, so erlebte er auch schon andere Zeiten. Seine Kindheit, so sagt er selbst, war zwar sehr glücklich, doch später in Barrys Jugend geriet sein Leben dann sehr schnell aus dem Gleichgewicht. Als er 15 Jahre alt war, Digga, was hatte der für einen Körper mit 15? Erlitt sein Vater einen Schlaganfall. Daraufhin besuchte Barry ihn im Krankenhaus und musste miterleben, wie sein eigener Vater durch einen Gedächtnisschwund sich nicht mehr an seinen eigenen Sohn erinnern konnte. Im Alter von 21 auf einer langen Afrika-Reise kam dann jedoch der nächste Schicksalsschlag. Er fing sich einen gefährlichen Parasiten ein, der seine Muskeln angriff und ihn sogar blind und labil machte. Doch die Ärzte konnten sein Leben retten. Was? Der fing sich einen Parasiten in Afrika ein und wurde fast blind? Digga! Und ich sag vor dem Video noch, dass da vielleicht Leute kommen, die ihr Abi nicht geschafft haben, Alter. Das ist ja auch schon wieder so emotional. Mein Opa hat Demenz, er erkennt mich auch nicht mehr.
Ja, mein Opa und meine Oma, also mein Opa hatte auch Demenz und meine Oma hat auch noch Demenz. Also meine Oma erkennt mich auch seit Jahren nicht mehr und mein Opa, also der ist halt gestorben, aber der hat mich auch seit Jahren nicht mehr erkannt. Das ist das Schlimmste, die schlimmste Krankheit. Also ich hack mir lieber beide Beine ab, als dass ich nicht mehr weiß, wer meine Kinder sind mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Wie er später erfuhr, war das allerdings nur möglich, da Barry vorher sehr viel Sport trieb. Für ihn war das die finale Bestätigung, dass er genau so aktiv weiterleben musste wie zuvor. Und so verfolgte er seine Ziele noch intensiver, bis er endlich dahin kam, wo er heute ist. Machen wir weiter mit einem YouTuber, der mehr als nur eine traurige Phase in seiner Vergangenheit hatte. Da bin ich gespannt. Denn das gesamte Leben von Fitness-YouTuber Kevin Volta gleicht fast schon einer Tragödie, beweist gleichzeitig aber auch, was ein einzelner Mensch alles aushalten kann, ohne daran zu zerbrechen. Heute, so sagt er selber, läuft zum ersten Mal alles glatt. Er ist sehr erfolgreich mit seinem YouTube-Kanal und hat bereits über 500.000 Abonnenten. Schon in seiner Kindheit musste Kevin Volta vieles durchmachen. Seine Mutter hatte psychische Probleme, trank viel und griff Kevin und seine Schwester sogar an. Als sich seine Eltern daraufhin scheiden ließen, verlor sein Vater all sein Geld und auch seinen Job, was dazu führte, dass Kevin seine frühe Jugend in großer Armut verbrachte. Er ernährte sich sehr ungesund und wurde immer dicker, fand dann durch seinen Vater jedoch den Weg zum Kraftsport und Fitness. Kevin trainierte sogar regelmäßig, doch während sein Körper sich immer mehr formte, so trieb es ihn nicht dazu, sich auch in anderen Bereichen zu bessern. Ganz im Gegenteil, er geriet auf die schiefe Bahn. Oh, es kann so schnell passieren, dass man irgendwie abrutscht und in falsche Kreise kommt. Leute, passt immer auf euch auf, da will man nicht reinrutschen. 120 Anzeigen sammelte er in seiner Jugend. Wie viel? Geriet auf die schiefe Bahn. 120 Anzeigen. Ich habe eine Anzeige bekommen in meinem ganzen Leben. Na, eigentlich zwei. Aber die andere, das war falsch. Ich habe einfach eine Anzeige vom deutschen Staat bekommen, von wegen, ich hätte ganz viele Leute gehackt. Ich denke so, what? Ich wurde gehackt. Das war dieser Riesen-Hack, wo so auch bei Unge und Jan Böhmermann so Kontodaten und so geleakt wurden. Da wurde bei mir auch Sachen geleakt. Und dann hat Deutschland einfach mich angezeigt. Und dann haben wir mit Anwältin gesagt, ja, nee, das war ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich meinen Computer richtig starte. Und ich gesagt, oh, sorry. Wir meinten, sie sind Opfer, nicht Täter. Sammelte er in seiner Jugend. Und um nicht hinter Gitter zu enden, ging er zur Bundeswehr. Was eigentlich wie eine bessere Entscheidung klang, verschlimmerte sein Leben allerdings nur. Er wurde nämlich direkt an der Front eingesetzt und erlebte Dinge, die eigentlich kein Mensch erleben sollte. Daraufhin entwickelte Kevin eine posttraumatische Belastungsstörung und hat bis heute noch Probleme damit, seinen Alltag zu meistern. Immer wieder überfielen ihn auch nach seinen Einsätzen Aggressionsanfälle, Tagträume und Schlafstörungen. Erst durch seine Arbeit auf YouTube und eine professionelle psychische Behandlung konnte Kevin Volta dahin gelangen, wo er gerade ist. Psychische Behandlung. Das ist halt auch wieder das Ding, was ich halt überlege mit Dingens, mit den Panikattacken. Also klar, in den letzten Tagen wurde es halt nochmal deutlich schlimmer, aber wenn das halt nicht aufhört, so, dann werde ich mich da, denke ich, auch mal reinbewegen. Aber das sollte eigentlich immer so der letzte Weg sein. Also immer erstmal mit irgendwie Leuten reden. Kommen wir als nächstes zu Alexi Bexi. Der 30-jährige YouTuber ist vor allem für seine Videos in den Bereichen Technik und Gadgets bekannt und konnte bereits über 1,3 Millionen Abonnenten damit begeistern. Ab und zu dreht er auch sehr aufwendige und anspruchsvolle Kurzfilme, die sich ernsten und philosophischen Fragen widmen. In einem dieser Videos ging es zum Beispiel um das Thema Träume und Ziele. Alex Böhm spricht in dem sehr kunstvoll gestalteten Kurzfilm darüber, wie er in seiner Vergangenheit häufig Träumen hinterherrannte, diese aber nie erreichte. Er offenbart, dass seine Kindheit und Jugend immer wieder von großen Enttäuschungen geprägt war. Schon als er ein kleiner Junge war, war es für ihn immer schwierig, sich zu integrieren. Alex wurde aufgrund seines Äußeren sogar von Gleichaltrigen beleidigt und aufgezogen. Weil er eine Brille trug und ein bisschen dicker war, fingen seine einstigen Freunde an, sich über ihn lustig zu machen. Obwohl er immer eigentlich nur dazugehören wollte, begannen seine Klassenkameraden damit, ihm aufzulauern und ihn sogar anzugreifen. Danach versuchte er sich mehr anzupassen, blieb allerdings trotzdem der Außenseiter, mit dem man, so sagt er selber, sich nicht zeigen wollte. Auch als er später nie auf Partys eingeladen und von den meisten immer nur ignoriert wurde, kam er schließlich zu der Erkenntnis, dass er aufhören sollte, gesellschaftlichen Idealen hinterherzurennen und damit anzufangen, das zu machen, was ihn wirklich glücklich macht. Nicht nur Alexi Bexi litt in seiner Jugend an Mobbing, auch andere große
YouTuber wurden früh von ihren Mitschülern aufgezogen und gehänselt. Zum Beispiel Excel95. Seine ganze Schulzeit über wurde der YouTuber und Streamer ausgegrenzt und war, wie er selbst sagt, ein Einzelgänger. Da er schon immer mit starkem Übergewicht zu kämpfen hatte und alle seine Klassenkameraden recht... Entschuldigung, dass ich hier gerade überhaupt nichts kommentiere, aber ich finde es einfach so interessant, mir das anzugucken. Echt irre. Dünn waren, fiel Excel schon früh in die Rolle des Außenseiters. Er aß sein Essen in der Pause alleine und wurde sogar bei Gruppenarbeiten von seinen Mitschülern ignoriert. Doch es blieb nicht nur dabei, dass er ausgegrenzt wurde. Mit der Zeit wurde Excel nämlich auch Opfer von Angriffen. Bei einem konkreten Vorfall im Zug wurde der damals noch jugendliche YouTuber sogar dabei gefilmt und das Video von seinem Angriff anschließend noch auf dem Schulhof verkauft. Erst heute, durch YouTube, hat Excel es erstmals geschafft, mit seiner Art Anschluss zu finden. Wie er selbst sagt, kann man es nämlich online auch schaffen, wenn man in der echten Welt unbeliebt ist. Denn im Internet entscheidet jeder für sich selbst, wen oder was man witzig findet. Und ich find's trotzdem noch so affig, dass es auf YouTube diese Daumen-runter-Funktion gibt, Digga. Und ich weiß, es hört sich jetzt dumm an, so. Ich meine, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite hast du halt Meinungsfreiheit, jeder sollte das liken und disliken dürfen und sagen dürfen und keine Ahnung was. Aber ich denke mir, das sollte halt alles in einem gewissen Rahmen passieren. Und ich finde, es sollte auch eine Echtnamenpflicht im Internet geben. Ich weiß, jetzt gehen wahrscheinlich viele auf die Barrikaden und sagen, ja, nein, das ist doch das Geile, man kann sein, wenn man will im Internet. Nee, ich finde das nicht gut, Digga. Deswegen existiert überhaupt nur Cybermobbing. Wenn jemand da wirklich mit seinem richtigen Namen stehen würde und wüsste, okay, wenn ich jetzt irgendeinen beleidigenden Kommentar schreibe, zum Beispiel im Internet kannst du dich nennen, dumme Katze 321, und du kannst irgendeinen rassistischen Kommentar schreiben, für den du, wenn du das so schreien würdest auf der Straße zu einer beispielsweise dunkelhäutigen Person, würdest du in Knast, ach, nicht in Knast kommen, aber du würdest auf jeden Fall, ne, Konsequenzen davon tragen. Und im Internet kannst du dich nennen, wie du willst, kannst irgendwas schreiben, dann wirst du halt geblockt, dann machst du einen neuen Account. Ende. Und ich weiß, dass vielleicht viele sagen werden, nee, das ist das Geile am Internet, dass man sein kann, wenn man will. Ja, logisch, fühle ich, aber ich finde, das Internet hat gezeigt, dass es auch ganz, ganz andere Seiten gibt. Kommen wir als letztes zu Katja Krasavice. Vor allem ihre freizügige Art verhalf Katja im Internet und zuletzt auch im Fernsehen zum Erfolg. Denkt ihr, also Katjas Karriere ist ja irgendwie, zu Beginn war ihre Beliebtheit ja so. Keiner hat sie ja gefeiert. Sie hat sich nur nackt gezeigt, sie hat dieses Bild verkörpert von wegen, ey, ihr müsst große Titten haben, ihr müsst euch richtig fett schminken, hat sich nie irgendwie ungeschminkt, nie zerbrechlich gezeigt, gar nichts. Ihre Beliebtheit war ja ganz unten. Und seitdem sie jetzt ein bisschen realer geworden ist mit ihrem Album, geht das ja steil hoch. Ihre Akzeptanz, sage ich mal, dass Leute sie wirklich richtig ansehen für das, was sie erreicht. Was auch alles richtig ist. Aber denkt ihr, Katja hätte das zu Beginn schon so machen müssen? Und dass sie ganz, ganz viel Hate aus dem Weg hätte gehen können? Ich weiß es nicht, darüber habe ich mir gestern ein bisschen Gedanken gemacht. Stimmt, ohne den Hate wäre sie jetzt natürlich auch nicht so bekannt. Wenn sie direkt Videos gemacht hätte von wegen, hey, guckt mal, ungeschminkt, du bist schön, so wie du bist, das ist meine Vergangenheit, dann hätte sie auf jeden Fall nicht so die Bekanntheit erreicht. Also wenn man es wirklich, und das will ich überhaupt nicht unterstellen, wenn man es wirklich jetzt nicht auf eine emotionale Ebene, nicht auf emotionaler Ebene sieht, sondern wirklich auf einer Business-Ebene, war es der beste Weg, den sie hätte gehen können. Erst richtig für Aufmerksamkeit sorgen, sodass sich jeder hasst, und dann halt irgendwie sagen, was seine eigentliche Geschichte ist. Aber das war natürlich nicht Katjas Hintergedanke. Gefühlskalter Mensch. Doch in einem Interview in der Sendung fing sie dann an, offen ihre Emotionen zu zeigen und sprach über ihre traurige Vergangenheit. In ihrer Kindheit wurde sie immer wieder in der Schule ausgegrenzt und heftig gemobbt. Sie verlor ebenfalls bereits sehr früh ihren Bruder, der sich selbst das Leben nahm. Doch nicht nur das. Einige Zeit später kam dann der nächste Schicksalsschlag. Nach einer schweren Krankheit verstarb nämlich auch ihr anderer Bruder, woraufhin Katja schon in ihrer Jugend stark negative Gefühle entwickelte. Sie verlor schon im jungen Alter ihren Lebenswillen, wurde über die Jahre immer weniger emotional und veränderte sich, wie sie selbst sagt, zu einem eisigen Menschen. Der Grund dafür, dass Katja vor laufender Kamera ausnahmsweise mal emotional wurde, hängt auch mit einem anderen, aktuelleren Erlebnis zusammen. Denn vor einiger Zeit wurde sie ungewollt schwanger und trieb ihr Kind daraufhin ab. Eine Entscheidung, mit der sie auch heute noch zu kämpfen hat. Doch nicht alles in Katjas Vergangenheit war schlecht. In einem Interview erklärte sie, dass sie zu ihren Eltern schon immer ein sehr enges und gutes Verhältnis hat und ihr diese Bindung auch heute noch viel Kraft gibt. Weiß man denn, warum sie abgetrieben hat? Also einfach, weil sie überhaupt kein Kind wollte oder, also augenscheinlich, weil sie das Kind nicht wollte, aber hat sie darüber irgendwie geredet? Ich habe das nicht geguckt, das war ja bei Promi Big Brother, glaube ich. Ich glaube, sie wusste nicht, wer der Vater war. Ach so, das ist ja nicht blöd, Alter. Sie war nicht bereit dafür. Das war's auch schon mit unserem Video.
Trotz dieses recht ernsten und auch traurigen Themas hoffen wir, dass ihr aus diesem Video etwas Positives mitnehmen konntet. Denn alle der YouTuber, die wir euch gezeigt haben, schafften es, ihre negative Vergangenheit in eine sehr positive Gegenwart zu wandeln. In diesem Sinne, macht's gut. Und nochmal schönes Video, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, bevor ich es mir jetzt angeguckt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so ein schönes, ernstes, trauriges und emotionales Video wird. Aber es hat mir sehr, sehr gefallen. Ich hoffe euch auch.